Servus und guten Tag zu Gothic 2. Du sollst ruhig sein. Und nicht ihr, mein Bruder. Wir hatten Bloodfin besiegt. Also guck mal, was wir mit seinem Kopf anstellen können. Das könnte lustig werden. Hoffe ich. So, als erstes die Sklavenwache? Ja, mach mal als erstes Sklavenwache. Lass die Sklaven frei. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Platwins Kopf zeigen, das ist gut. Hier, reicht das? Steck das wieder weg, das will ich nicht sehen. Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal, Platwin ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Taurus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Platwin gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Taurus niemanden freilassen werde. Hast du? Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Muss ich jetzt echt nochmal zum Taurus rennen, oder was? Lass die Sklaven frei. Hast du hier Alter. Really? Ah, das ist ganz toll. Hä? Ja. Ah, da ist doch die Musik. Das war so ruhig. Na gut. Ach stimmt, ich muss ja nachher noch Gold hacken. Gold. Gold. Ich weiß gar nicht mehr. Kann man die gedenkenlos verkaufen oder brauchen wir die noch? Die Goldklumpen. Hä? Gold hacken lernen. Ach stimmt, der Teil... Platin ist tot, kann man nicht auch sagen. Ja. Platin ist tot. Gibt ja nicht viele, denen ich das wünsche, aber Platin ist besser dran, wenn er tot ist. Da mag... Einer Platwin auch nicht. So, ich habe da noch ein paar Waffen, die ich verkaufen will. Aber nicht die, die verkaufe ich nachher. Ja, zum Beispiel so Waffen, die mehr Stärke benötigen, als sie dann Schaden machen. Also unnötig. Weg damit. So ein Rotz. Naja, Holzfällerachs, grobes Brei. Weg damit. Weg damit. Grobes Schwert, weg damit. Degen, auch weg. Weg, weg, weg. Auf hier habe ich die Bogen. Die Bogen brauche ich ja wahrscheinlich auch nie. Sehr wahrscheinlich. Ach, die kleinen Bogen kann ich auf jeden Fall wegmachen. So. Ach Gott. Ach Gott. Ich habe Feuerfeuer. Die kann ich ja auch nicht anziehen. Könnte ich auch verkaufen. Könnte ich, wenn ich wollte. Naja. Lass mal. Ich habe... Nee, ich habe immer noch nur einen Lernpunkt. Ich habe keinen Level gemacht bisher. Okay. Dann rennen wir halt noch mal zum Taurus. Wenn es unbedingt sein muss. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwin aus dem Weg geräumt. Ich frage mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Genau. Oder ich? Auch hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Haben keine Konsequenzen. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Welche Gemeinschaft? Wir sind Banditen. Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen. Man wird uns jagen. Einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Du weißt mehr über uns, als mir lieb ist, irgendwie habe ich das Gefühl. Woher weiß der, dass ich dauernd rumziehe? ja. Aber was der Taurus... Ja, man könnte doch bestimmt verhandeln. Nee, Gesetzlose. Aber ich meine, Gemeinschaft. Gemeinschaft stimmt doch auch nicht so wirklich. Die gehen sich doch bei jedem nächsten Goldkrümel an die Gurgel und kämpfen darum. Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorg dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Okay. Ganz vernünftig von ihm.
Dass der da so ohne Widerstand zustimmt, ist komisch. Dass der das einfach so akzeptiert. Wie die Wachen, die Sklaven, die brauchen wir doch noch. Ne, ist dem anscheinend alles egal. Hauptsache die Gemeinschaft hält zusammen oder keine Ahnung. Ich frag mich, Thoros hätte man doch eigentlich auch besiegt im Einser. Voll unlogisch hier alles. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich habe mit Thoros gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Thoros das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Wie? Hast die ganze Zeit auf dem Posten gestanden? Ja, wie hat er überlebt, ohne irgendwas zu essen oder zu trinken? Mit denen brauche ich ja gar nicht reden, oder? Einfach mit Patrick. Hey, you. Hey, you. Wie viel immer englische Sprachfalls drin sind. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg aus diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Was das eben so komisch unterschiedlich laut war. Warum auch immer. Hey, ich will die Fleischpflanzen killen. Danke. Zack. Die Kämpfanzenfleisch. Sehr lecker. Haben wir immer mit der Kolonie gegessen. Hier war ja nichts. So, jetzt gehe ich mich mal ans Goldhacken ran. Das muss sein. Das muss sein. Einfach mal hacken. Fähigkeiten prüfen. 60%. Einfach mal hacken. Zack. Einfach mal hacken. Zack. Obwohl. Das Maximal würde ich hier ja rauskriegen, wenn ich dann wirklich dann auch gelernt hätte. Die zwei Lernpunkte kann ich ja mal investieren. Mache ich nachher. Wenn ich ein Level nochmal habe. Wenn. Ich schätze ja mal. Irgendwann bei Raven. Werden wir mal da sehen. Okay. Sehr schön. Da haben wir die Sklaven auch schon befreit. Dun, dun, dun. Scheinen ja nicht alle ganz so Arschlöcher zu sein wie Plattwin hier im Lager. Wenn man von Thoros so das Getty ausgeht. Jetzt könnt ihr auch nochmal beim Marken jetzt kurz vorbeigucken. Und dann berichten. Wow. Nachladen. Okay, da gucken wir mal. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Sklaven hat man nachher nie mehr gesehen oder so. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate. Die Sklaven interessieren dich wohl nicht, oder was? Pff, anscheinend nicht. Egal, dann halt nicht. Und tschüss. War das ziemlich unnötig. Egal, ich gehe dann wieder. Raven wartet auf mich. Oh. Das wird doch noch ein lustiger Kampf. So, soll ich hier speichern? Ne, hier passiert glaube ich nichts, aber speichern. Naja, okay. Speichern kann nicht schaden. Du schon wieder? Du nervst. Wir sprechen uns noch? Nö, hier. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwin? Boah, das ist ja... nein, ich meine, du kannst durch. Tja, das überfordert seine Intelligenz. Dann weiß er nicht mehr, was er machen soll, wenn sein Boss tot ist. Aber was die sich anstellen. Ich meine, sie murksen sonst, haben doch sonst auch schon genug Leute umgemurkst und da ekeln die sich vor dem Kopf. Also sowas sollten die ja gewöhnt sein eigentlich.
Nicht, dass ich das jetzt appetitlich finde, aber was stellen die sich an? So. Soweit ich weiß. Da hinten. Gehen wir zuerst hin. Das könnte. Ah ja. Rüstung von Raven's Garde. Das ist sehr geil. Die beste Rüstung, die wir bis jetzt haben. Besser als Piraten oder der Ring des Wassers. Zumindest in Schutz vor Waffen und Fallen. Ja, die alte Gardisten-Rüstung. Die man auch kriegen würde, wenn man sich einem neuen, alten Lager anschließt, ja, in Gothic 1. Aber wir waren ja Dings. Ah, jetzt, hier sind es jetzt Untote. Auch sehr appetitlich. Ah, da kommt schon einer. Ravensknecht. Was der mit denen gemacht hat, will ich gar nicht wissen. Dumm. Das sind eigentlich kein Problem, nur dass man ewig braucht, die umzulegen. Also, nicht sehr anfällig gegenüber normalen Waffen sind. Es gibt ja auch den netten Zauberspruch, Untote vernichten. Das sind die gleich tot, aber den hat man nur selten und ja, macht's nur schneller. Zack. Oh. Komm, wir machen das mal anders. Dann brauche ich nicht so warten. So, jetzt habe ich einen Zack, Zack, Zack. So geht das ja schon viel schneller. Und tschüss. Dam, 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 dam. Kann ich nur um Stunden handeln. Ich bin bald fertig. Ich habe ihn bald verprügelt. Zack. Habe ich die geil immer weggehen. Bleh. So, blaues Licht. Ja, komm her. Brava. Brava. Komm her. Nee, komm, wir gehen raus. Bei denen ist mir das nicht so angenehm. Zack, zack. So, ja. Jetzt kann ich wieder draufhauen. Zack, zack, zack. Ja. Immer schön im Rhythmus bleiben. Sonst hört er da auf einmal die Kombi auf. Na gut, dass diese so langsam nur zuschlagen. Also es sind wirklich keine schweren Gegner. Man braucht nur ewig und drei Tage. Du, 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 du. Könnt ihr eigentlich verzählen? Na, wie geht es euch denn heute so? Was habt ihr heute so erlebt? Ja, wenn mir jetzt nur einer antworten könnte. Naja, ihr könnt es rückwirkend ja immer was schreiben. Einen Kommentar schreiben. Ach, nee. Ich muss den so schlagen. Zack. Ah ja. Das kann noch dauern hier. Ja, genau. Ich schlag auch immer einfach in der Wand rum. Das geht ja auch nur ums Spiel. Was da immer rumfliegt. Ich frag mich, was das ist. Das sieht ja nicht wirklich nach Blut aus, als wären das Funken oder so. Eine ganz komische Darstellung, irgendwie sieht das echt komisch aus. Ich frag mich, ob das irgendwie untotes Fleisch, das wegspritzt, darstellen soll. Das ist sehr abstrakt irgendwie dargestellt. Ah, es sind nur noch zwei oder drei. Es sind doch noch drei, verdammt. Mist. Mist. Wow. 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 So, diesmal mache ich es hier. Immer woanders mal einen umbringen. Dass sie nicht alle auf einen Haufen liegen. Wäre aber eigentlich praktischer. Dann können wir sie noch verbrennen. Dass sie ja tot bleiben.
Du. Zack, 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 zack. Ich frag mich ja echt, ob die einfach nur viel Leben haben oder ob die... Ja, wahrscheinlich sind sie halt sehr resistent gegen normale Attacken, normale Schwerter. Nein! Du darfst mich nicht erwischen. Böser. Zack, 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 zack. Ach, ist nicht so einfach, immer den genauen richtigen Takt zu erwischen. Mach mal einmal zu schnell oder zu langsam, dann bricht die Schläge ab. Dann macht er nicht so elegant schön in einer Kombo, auch wenn es keine richtige Kombo ist. So, der Letzte. Dann können wir hier mal das plündern hier. Wir haben sowohl die roten Steine gefunden in dem Tempel auch. Würde ich mal vermuten. Das Haus der Krieger oder so, müsste das hier sein. Zack, 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 zack. Boah, verdammt. Hey, der will mich für immer wieder schlagen. Alter, ich will echt nicht wissen, was er mit denen gemacht hat. Stufenaufstieg, da haben wir es doch. Boom, Chakalaka. Ra. Hä? What the fuck? Ich glaube, ich habe einen Bug. Der verreckt immer wieder. Okay. Na toll. Jetzt schreit er mir hier Leben lang die Ohren voll. Das wird mich noch ein Leben lang in meinen Albträumen verfolgen. Dieses Schreien. Lederbeutel. Alter, ist gut, dass wir hier nicht ewig sind, sonst wird mir das echt irgendwann auf den Sack gehen. Laborwasserflaschen. Okay, meins, meins, meins. Goldene Schale. Ist ja jetzt gut. Dafür müsste er sich doch mal ausgeschrien haben. Tch. Okay, ich glaube, wir haben hier alles. Schön ein paar Tränke. Ich muss mal gleich gucken, ob da auch irgendwas Permanentes dabei war. Auf jeden Fall machen ein paar Geldbeutel gefunden, die ich öffnen werde. Aber erstmal weg von dem Schreihals da. Es geht ja irgendwann auf den Sack. Ah, die haben ja natürlich nichts dabei. Hm? Nee. Das brauchen die auch schon. Okay. So, erstmal gucken, wo habe ich hier Lederbeutel, einmal 25. Dann habe ich hier 100 Gold nochmal. Und auch mal, was, ne, Krauttabak. Ich wollte gerade sagen, irgendwie 10 Goldbeutel gibt es nicht. Es gibt nur 25, 50 und 100. Boah, ich habe so viel Scheißdreck wieder. Ich bin immer zu voll, das zu verkaufen irgendwann. Am Anfang denke ich mir immer, das kann man irgendwann noch gebrauchen und irgendwann denke ich mir auch, keinen Bock zu verkaufen. So sammelt sich dann allen möglichen Scheißdreck im Inventar an. Okay, haben wir schon fast wieder die ganze Zeit verblempert, na toll. Eine Sache zeige ich aber euch noch, hier zum Schluss, oder? Ja, so viel Zeit muss sein, oder? Ja. Jetzt kommt's, genau. Nein, wir kommen zu spät. Verdammter Mist. Boah, ich dachte schon,
Es peppt schwarz oder was? Ach, Mister. Nee, die Karte wollte ich eigentlich nicht aufrufen. Jetzt hat er es doch geschafft. Na, ganz große Klasse. Raven. Ich bin in Ravens Gemächer eingedrungen. Ich konnte gerade noch sehen, wie er hinter einer großen Tür verschwand. Ich konnte ihm nicht folgen. Ich nehme an, dass die Tür zum Tempel Adonis führt. Ich muss Satteras davon berichten. Ja, große Klasse. Das Schlimmste ist eingetroffen. Er hat es geschafft. Und kann Unheil anrichten. Ganz und gar nicht gut. Ah, Musik fängt doch wieder an. Ja, da ist die Tür. Hey, ich will rein, verdammt. Aber hier ist sonst nichts. Ja, es bleibt uns nur noch der Rückweg zu Satteras. Ja, okay, aber das reicht für die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich glaube, ich werde mal in der Zwischenzeit noch ein bisschen Gold hacken gehen. Das muss ich euch ja nicht zeigen, das ist ja wirklich stinklangweilig, wenn ich da auf einen Stein rumhacke. Braucht ihr ja wirklich nicht sehen. Und ja, wir sehen uns dann danach in alter Frische wieder. Also dann macht's gut. Tschüss.